Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute mal ein kleines Real-Life-Talk-Video. Und zwar wird der eine oder andere jetzt wahrscheinlich mit Sicherheit denken, aber Mike, was ist das für ein schlechter Clickbait-Titel? Du und kein Fastfood. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß ja, ich bin echt ein leidenschaftlicher KFC-Gönner. Ne? Also bei KFC war ich jetzt so in der letzten Zeit, in den letzten Monaten schon gut. Ja, ein- bis zweimal die Woche. Das ist eigentlich schon viel. Alleine Fastfood, ne? Das Thema Fastfood, gesunde Ernährung, das ist auch so eine Sache. Manche Menschen essen nie Fastfood, manche gönnen sich vielleicht jeden zweiten Tag. Ne? Ich bin da immer recht unterschiedlich gewesen. Also bis der KFC hier so in meiner Gegend aufgemacht hat, obwohl in meiner Gegend, ne? Der nächste KFC ist bei mir eine Stunde weg. Das ist schon auch eine ganz schöne Fahrerei. Also 2 Stunden hin und zurück, nur für KFC, ne? Ich hatte halt da immer so in der Gegend zu tun, daher hat sich das halt so ergeben und KFC ist schon was Feines. Aber ich gehe auch zu Burger King oder McDonald's. Aber jetzt ist was passiert, ne? Jetzt ist wirklich was passiert und vielleicht war das ein Zeichen. Jetzt pass auf, am 01.01.2022, ne, 20 Uhr am Abend, ich bin wieder zum KFC gefahren, wollte mir gönnen, war am Drive-In, habe mir die Karte angeschaut und überlegt, was gönne ich mir heute? Habe ich mir gedacht, vielleicht mal etwas Gesünderes, ne? In Anführungszeichen gesünder, weil was gibt es da bei diesen Fastfood-Ketten schon Gesundes? Ich habe mal gedacht, hey, heute nimmst du mal den Salat. Den habe ich noch nie probiert und habe gedacht, hey, ja, Salat, gesund, vom Gedanken her. So, ich habe mir einen Salat bestellt, einen Schokoshake und noch irgendwelche Stripes frittiert, ne? Frittierte Chicken Stripes mit Barbecue-Soße. So, ich esse die Sachen, eine Viertelstunde, nachdem ich bestellt habe. Ich fange mit dem Salat an und esse erstmal diese 4 Hühnchenstreifen, die oben drauf sind. Die sind aber nicht frittiert, die sind, glaube ich, sind die gebraten? Ich glaube, es sind gebratene Hühnchenstreifen. Ne? Bei KFC gibt es ja verschiedene Arten, wie man das Hähnchen zubereitet. Die waren, glaube ich, in der Pfanne gebraten. Auf jeden Fall nicht frittiert, keine Panade drauf. Und als ich die gegessen habe, die 4 Stück, ne? Dazu natürlich noch den Salat, so gemischt halt, habe ich auf einmal gemerkt, so, boah, Alter, ich bin aber ganz schön voll jetzt. Ne? Der Shake passte nicht mehr rein, vielleicht ein paar Pommes, vielleicht 10 Pommes oder so. Aber ich habe es halt bei dem Hähnchenfleisch schon gemerkt, fuck, Alter, ich bin ganz schön voll. Gell? Da habe ich mich auf die Couch gelegt, Film geguckt und irgendwie bin ich immer voller geworden. Dazu, boah, es war ein sehr unangenehmes Gefühl von Völligkeit. Dann nach 2 Stunden ungefähr auf der Couch geflackt, bin ich ins Bett gegangen, habe versucht zu schlafen, ne? Und dann ging es schon los. Hier oben vor allem, im oberen Brustbereich, das war das Komische. Ne? Das Essen war hier oben, es ist noch nicht runtergewandert. Und ja, die Nacht dann drauf hin, Alter, ich hab's, Alter, ey, das war eine unglaublich krasse Nacht, Alter. Und ich muss echt fast so sagen, Coca-Cola hat mich, glaube ich, gerettet. Ne? Es hat sich halt hier einfach alles angestaut und ich habe gemerkt, Luft hat sich gesammelt. Ne? Die Luft musste irgendwas. Mit Kohlensäure hat mir voll geholfen. Man musste halt immer wieder die ganze Zeit rülpsen und so. Und ja, weil halt das Essen gewandert ist, so. Ich habe halt gemerkt, fuck, Alter, mit dem Essen stimmt irgendwas nicht. Ich habe versucht, es nochmal oben herauszubekommen. Tut mir leid, jetzt, ich möchte nicht zu sehr in Details gehen. Hat nicht funktioniert. Es blieb drin stecken. Und das Einzige, was halt dann einfach nur noch geholfen hat, ansatzweise etwas geholfen hat, war einfach zu trinken Kohlensäure, damit die Luft rausgeht, überhaupt um den Scheiß runterzubekommen, um das Zeug zu verdünnen, was weiß ich nicht alles. Ey, und ich sag's dir, ich bin echt alle halbe Stunde aufs Klo gegangen. Ich hatte Schweißausbrüche, ohne Scheiß, ich hatte Schweißausbrüche, Schüttelfrost, mich hat's gefroren, Alter. Du kannst dir das nicht vorstellen. Ich habe immer wieder versucht, dass ich es rausbekomme. Hat nicht funktioniert. Trinken, 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 was nur geht, getrunken. Gell? Dafür musste ich natürlich auch immer regelmäßig aufs Klo gehen. Ich habe versucht, es rauszubekommen. Es hat nicht funktioniert. Alter, mir war so unglaublich schlecht, Alter. Du kannst es dir nicht vorstellen. Und die nächsten 3 Tage, Alter, ich war echt game over. Ich bin nur gelegen. Und du hast halt wirklich von Tag zu Tag gemerkt, wie das Essen
weiter runtergewandert ist. Und voll langsam, voll strange, bis es dann im Bauch angekommen ist. Und ich habe schon gemerkt, habe schon von Anfang an gedacht, fuck, es ist nicht gut, dass das Essen durch den ganzen Körper jetzt geht. Aber es ging halt oben nicht raus, deshalb musste es durch den ganzen Körper. Und die letzten, nächsten 4, 5 Tage echt nur getrunken. Tee, alles mögliche. Ich habe am Tag mindestens locker unter 5 Liter, 5 bis 8 Liter locker getrunken, gell? Um das Ganze einfach zu verdauen. Tee ohne Ende, war, Alter, das war der Horror. Aber vor allem diese Nacht mit diesem Schüttelfrost, war, ich habe echt fast, ich hatte schon echt den Gedanken so, fuck, ich glaube, ich sterbe jetzt hier an dem Essen. Alter, das war echt, war, irre. Also, und dann war ich jetzt natürlich auch erstmal bedient mit KFC, so, mit dem Fleisch. Das Lustige ist, war es eine Lebensmittelvergiftung? So in der Art, also es war auf jeden Fall, es muss mit dem Fleisch zusammengehangen haben, weil den Salat habe ich nicht alleine gegessen, den habe ich dann geteilt. Ich habe nur diese 4 Hähnchen Filetteile da ganz alleine gegessen, die habe ich nicht geteilt, aber den Salat dann hat jemand anders noch gegessen. Daher wusste ich es halt, es kann nicht an dem grünen Salat gelegen haben, auch nicht an den Pommes und an den anderen Zeug, an dem Shaker oder sonst was. Es waren einfach diese 4 Hähnchenfiletteile, Alter, wow. Und auch jetzt, wo ich noch drüber nachdenke, ne, wo ich das ein bisschen rückwirkend ablaufen lasse, ey, meine Fresse, ich habe immer noch diesen Hähnchengeschmack so irgendwie, wow. Und ja, KFC bin ich jetzt echt erstmal bedient. Und auch wenn jetzt KFC schon überlegt hat, hey, wir sponsern Mike, nein, behaltet euch das Sponsoring. Und das ist jetzt auch kein Video, wo ich irgendwie so auf gut Mensch tue oder so, oder nie wieder sage Fast Food oder sonst was, nein, aber jetzt gerade, ne, es ist ja zum 1.1. passiert und jetzt gerade denke ich dann auch so, hey, es ist vielleicht ein Zeichen, es ist ein tolles Datum, wo man sich sagt, ja Mann, das kannst du dir merken, am 1.1. hast du das letzte Mal Fast Food gegessen, heute ist der 15.1., wo ich jetzt dieses Video aufnehme und jetzt bin ich halt wirklich 2 Wochen komplett ohne Fast Food und wenn ich wirklich sage, komplett ohne Fast Food, hey, kein McDonald's, kein Burger King, keine Fertigpizza von irgendeinem Pizzawagen oder sonst irgendwo, gell? Kein Döner, nichts. Und das ist für mich, was heißt eine Leistung? Ich bin jetzt nicht wirklich süchtig, dass ich sage, oh mein Gott, ja, oh, ja, das jetzt auch nicht, gell? Aber es ist bei mir schon immer diese Verlockung, auf was Schnelles, Einfaches zum Essen. Ich bin einfach unglaublich faul. Das war schon immer so, ich bin faul, hatte nie wirklich Bock. Ich habe nie Bock, mir wirklich was zu kochen, mich lange in die Küche zu stellen. Da ist mein Minimum so 15 Minuten, eine halbe Stunde ist die absolute Grenze. Mehr will ich nicht Zeit investieren, um zu kochen. Da kaufe ich mir lieber sonst irgendwas. Wie fertig, schnell, ungesund. Ne? Das ist mein Lebensstil. Aber jetzt gerade, perfekter Moment. Und ich habe auch im Kopf gerade das. Genau das ist ja das Ding. Nein, Mann, ich will nicht. Weißt du, ich will von mir selber einfach jetzt nicht zu McDonald's, zu Burger King, zu KFC. Ich will mir keine Fertigpizza holen, obwohl ich vom Geschmack her schon Lust drauf hätte. So, es ist dieses Misch, aber innerlich will ich so, nein, Mann, habe ich jetzt keinen Bock. Ich fahre jetzt lieber nach Hause und mache mir da halt was. Auch billig, nicht auf gesund. Irgendwas auf schnell halt. Das ist natürlich jetzt auch die Frage, ja, was esse ich jetzt gerade? Ich esse jetzt zurzeit schon viel Salat auch, selber geschnitten halt so. Tomate, Gurke, jetzt nichts Großartiges, ne? Und auch nicht, dass ich jetzt auf fettige Sachen oder Frittiertes verzichte, ne? Da könnte man aber auch sagen, wenn man sich jetzt zu Hause was frittiert, wie zum Beispiel Pommes oder Kroketten, ne, der Fritteuse, ist es dann nicht eigentlich auch Fast Food, ne? Schummel ich da eigentlich in der Hinsicht schon wieder? Oder ist Fast Food wirklich jetzt McDonald's, ne? Burger King, weil dieses Fleisch kann man ja eigentlich schon auch nicht als Fleisch zählen, so zum Beispiel, aber Pommes sind ja egal Pommes, wenn du jetzt Pommes beim Burger King kaufst oder Pommes zu Hause machst, ist ja trotzdem Fast Food, fettig, ungesund, ne? In der Hinsicht habe ich vielleicht dann doch schon auch gecheatet, obwohl, was ich jetzt so als Fast Food zähle, ist, wie gesagt, ein Burger bei McDonald's, ein Burger bei Burger King, ist zum Beispiel der Unterschied auch wichtig, ein Burger zum Beispiel bei einer Fastfood-Kette wie McDonald's oder Burger King oder ein Burger bei Jim Block zum Beispiel oder bei Hans im Glück. Kennt ihr diese Ketten? Weil die bereiten ja das Fleisch ganz anders zu. Ich würde doch mal sagen, das ist kein Fastfood, ne? Das ist ein Burger, der braucht lange Zeit, das kannst du nicht miteinander vergleichen. So eine Pizza im Pizzawagen, ist das Fastfood? Gib mir da mal bitte gerne deine Meinung dazu, das würde mich sehr interessieren, wo kann man sich da wirklich
orientieren? Wo sagt man, wo ist die Grenze zu Fast Food? Was ist ungesund? Natürlich, wo Fett dabei ist. Frittiertes Essen ist, glaube ich, immer ungesund, könnte man jetzt so sagen. Gell? Aber ich werde jetzt meinen Lebensstil jetzt nicht auf die Art und Weise ändern, dass ich nur gesund lebe. Das ist sowieso nicht mein wirkliches Ding. Da bin ich doch zu gerne am Cheaten, wie Schokolade oder sonst mögliches. Ich balle mir schon gerne Sachen. Und jetzt geht das Video auch schon 10 Minuten. Da würde ich doch sagen, wir machen ein kleines Gewinnspiel draus. Gebt mir Feedback dazu, wann ihr glaubt, wie viele Tage ich es aushalte ohne Fastfood. Und unter Fastfood verstehe ich jetzt natürlich McDonald's, Burger King, KFC oder eine Pizza bei einem Pizzawagen. Oder kann man die dazu nicht zählen? So eine Pizza bei einem Pizzawagen zum Beispiel, ist das Fastfood? Da auch nochmal Feedback dazu geben. Und dann deine Tage, was du glaubst, was ich aushalte. Ne? Wie gesagt, heute ist der 15.01., also habe ich jetzt schon 14 Tage ohne Fast Food ausgehalten. Ne? Das ist schon. Nee, ist jetzt keine. Muss nicht klatschen. Das ist jetzt wirklich. War noch nichts Großartiges. Ne? Bin mal gespannt, wie lange ich es jetzt durchhalte und keinen Bock drauf habe. Körperlich, ob ich es wirklich merke. Ich würde echt sagen, nach 14 Tagen kein Fast Food, weil ich ja doch sonst immer auch viel Fast Food gegessen habe. Ne? Alleine schon ein bis zweimal KFC in der Woche. Dann noch Burger King immer wieder gern. Also ich glaube, ich war echt in der Woche safe dreimal Fastfood essen. Dreimal in der Woche Fastfood. Ich glaube, könnte natürlich eine Einbildung sein. Ich glaube wirklich, dass ich nicht mehr so krass müde bin. Ich glaube doch, dass das Fastfood mir Energie abgezogen hat, wo ich so früher gar nicht realisiert habe. Aber jetzt gerade glaube ich, mein Körper hat mehr Energie zur Verfügung. Könnte jetzt eine Spinnerei von mir sein, dass ich es mir einbilde. Oder auch nicht. Ne? Müsste man wissenschaftlich belegen, ob das wirklich so ist. Aber mal abwarten. Nur so ein Monat wäre schon mein Ziel, wo ich sage, hey, einen ganzen Monat ohne Fastfood jeglicher Form kann man jetzt mal machen. Mal gucken, ob ich wieder Bock drauf habe. Wie gesagt, einfach so ein kleines Selbstexperiment. Finde ich cool, wenn man auf sowas Bock hat. Ne? Könntest du auch gerne mal selber machen, wo du sagst, hey, ja, jetzt verzichte ich mal einen Monat auf Zucker. Das wäre zum Beispiel für mich unvorstellbar, einen Monat ohne Industriezucker, ne? Schokolade von Milka, Schokolade, Coca-Cola oder sowas. Ich muss ja mal wieder zusagen, Coca-Cola, ich habe schon mal ein Video darüber, Coca-Cola hat wirklich schon öfter mir dabei geholfen, was halt nicht gesund zu werden, aber zum Beispiel sowas, wo ich jetzt diese Luft rausbekommen musste vom verdorbenen Fleisch, musste ich sagen. Alter, Coca-Cola hat mich da echt ohne Scheiß gerettet. Da kannst du mir erzählen, was du willst, oder wenn ich Magenschmerzen habe, Durchfall oder so. Eine warme Cola, damals schon als Kind, ich hatte Durchfall. Was haben dir deine Eltern gegeben? Eine warme Cola und Salzstangen. Hat mir immer geholfen, ne? Coca-Cola war ja auch damals eine Medizin, oder? So zur frühen 80er, 18. Jahrhundert. Und seit wann gibt es Coca-Cola? Anfang 19. Jahrhundert. Coca-Cola ist ja schon ziemlich alt. Damals jetzt Genussmittel. Finde ich immer wieder geil. So zu bestimmten Situationen trinke ich echt gerne Cola. Da merke ich echt, es hilft mir. Ich trinke jetzt wirklich nicht jeden Tag eine Cola. Schon sehr wenig. Ist es weniger geworden. Ich hatte auch eine Zeit in Hamburg, da war ich noch Heizungsbauer. Ich habe am Tag 2 Liter Cola gesoffen. Ne? So viel dazu, wie gesund ich mich ernähre. Aber umso älter man wird, vielleicht umso mehr schaut man auch drauf, natürlich. Und wahrscheinlich kannst du als 16-Jähriger regelmäßig Fastfood fressen, muss man so sagen, ohne dass du spürst, dass du wenig Energie hast. Umso älter du wirst, spürst du diesen Energieverlust wahrscheinlich noch krasser. Das würde ich jetzt mal behaupten, so rückblickend auf meine Jugend damals. Was jetzt natürlich nicht heißen soll, dass du als 16-Jähriger ohne Ende Fast Food zu dir nehmen sollst. Aber wahrscheinlich hättest du als 16-Jähriger auch noch mehr Energie, als du schon hast, wenn du auf Fast Food verzichten würdest. Ne? Das sind so Sachen, die muss man aber auch für sich selber rausfinden, weil erzählen kann dir ja jeder viel. Wenn du es für dich selber merkst, diesen Effekt erst, ne? Wenn du selber diesen Effekt erlebst, spürst und weißt, ja Mann, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Ne? Dann denkst du ja ganz anders drüber und du handelst auch ganz anders. Das ist ja so ein Ding. Also Feedback geben, wie viele Tage halte ich es aus ohne Fastfood, würde mich interessieren, was ihr denkt. Also Feedback geben, eure Meinung, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, 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 Mike.
Mike, 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 Mike,